Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Video zu Call of the Wild The Angler. Da sind wir am Start. Es gab ein neues Developer's Diary, also Entwicklertagebuch. Schon ein paar Tage draußen. Ich hatte aber keine Zeit, eher das erst heute. Aber macht ja nichts, denn die Diaries laufen nicht weg. Und heute gibt es ein ziemlich interessantes Diary, wie ich finde. Wir haben in den letzten Folgen oder letzten Diaries schon ein paar Informationen bekommen, was die Ziele und so betrifft des Spiels und überhaupt die ganzen Basics. Aber heute, das Developer Diary ist von Nathan geschrieben, der Technical Designer ist bei Call of the Wild The Angler. Und da geht es um das System, wie die Fische spawnen. Und das ist natürlich, glaube ich, gerade für viele auch sehr interessant, weil da natürlich auch so ein bisschen der Realismus reinkommt, ne? Wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt irgend so ein Arcade-Angelspiel spielt, sag ich mal, wo du dann einfach einen Lachs im, weiß ich nicht, im Schlammloch fängst, unwahrscheinlich, ne? Deshalb, Spawning-System, wie das genau funktioniert und so, wird jetzt hier beschrieben im Developer's Diary. Und deshalb gehen wir da direkt drauf ein und da habe ich mir natürlich wieder Notizen gemacht, habe alles wieder übersetzt, weil es in Englisch ist. Und da fangen wir an. Denn der erste Ansatz, den sie tatsächlich versucht haben, ist einfach alles per Hand zu besiedeln, also sozusagen hart zu coden. Dass sie sagen, okay, wir haben hier einen klaren See, da gibt es vielleicht irgendwelche Forellen, hier ist ein klarer Bach, da gibt es Forellen, dann haben wir hier einen See, der weiter unten irgendwo ist. Da gibt es dann irgendwelche Schwarzbarsche oder so, halt einfach zu gucken, okay, welche Fische könnte es da geben, das alles einfach per Hand hart zu programmieren und zu sagen, da spawnt der Fisch, da spawnt der Fisch. Ist natürlich bei der Größe der Karte, wir wissen ja schon, wie groß die Karte ist, genauso groß wie die Map bei Maps bei Call of the Wild und mit den ganzen verschiedenen Wasserwegen natürlich viel, viel, viel Aufwand, der da betrieben werden muss, alles per Hand zu machen. Und auch in Bezug auf die Zukunft natürlich, wenn da neue Reviere kommen und neue Karten, muss natürlich auch alles wieder per Hand gemacht werden und deshalb auf lange Zeit keine Lösung, deshalb haben sie den Ansatz ziemlich schnell über den Haufen geworfen und haben mit der Automatisierung begonnen, um zu gucken, okay, wie können wir das lösen, dass die Fische einfach automatisch spawnen und wir da zurande kommen. Dazu haben sie sich einfach die Daten der Spielwelt angeguckt. Dazu haben wir gleich auch nochmal einen genaueren Punkt, wo können wir eigentlich mit reinnehmen. Denn bei den Daten gibt es natürlich so Sachen wie Wassertiefe, Tageszeit, Temperatur, so die Basics, sag ich mal, die wahrscheinlich jedes 0815 lange Spiel drauf hat. Aber sie haben sich auch angeguckt, wie ist die Fließgeschwindigkeit der Gewässer im Spiel, wie ist die Bodenbeschaffenheit, finde ich auch sehr, sehr interessant, weil wer im Real-Life-Angel, der weiß, wenn du zum Beispiel einen Zander fangen willst, wirst du den eher auf einem härteren Boden finden, als zum Beispiel auf irgendeinem Schlammboden. Außer beschädigen natürlich die Regeln, aber beim Zanderjiggen, wenn der ordentliche Pock im Bleikopf kommt, wenn du auf einem harten Boden angelst, sei es Sand, sei es steiniger Grund oder einfach fester Boden, immer erfolgreicher, als wenn du einfach im Schlamm da irgendwo in so einem Schlammloch angelst, dann halten sie dich nicht so gerne auf. Genau, und die Trübung des Gewässers und so weiter haben sie auch noch mit berücksichtigt. Also ganz viele verschiedene Aspekte im Diary geschrieben, dass sie sich, glaube ich, 20 oder so, 20 verschiedene Merkmale angeguckt haben, um dann zu bestimmen, wo tatsächlich Fische kommen. Und aus diesen ganzen Informationen, die sie daraus erhalten haben, haben sie dann ein System entwickelt, was tatsächlich einfach die Gewässerabschnitte klassifiziert und in Stufen einteilt, wie gut die Bedingungen an den spezifischen Orten für die Fische sind. Wir haben das hier nochmal auch als Bild. Hier sehen wir zum Beispiel das erste Bild, das die Gewässerabschnitte mit verschiedenen Attributen darstellt, in diesen unterschiedlich farblich markierten Quadraten. Also dieses Neon-Pinke da hat halt andere Bedingungen als dieses Hellpink oder das Orange, das Gelbe und so weiter. Und damit haben sie dann einfach die Gewässer schon mal grob eingeteilt. Und haben dann auch in Echtzeit sehen können, wo die Fische sich rumtreiben. Hier sieht zum Beispiel Yellow Perch. Ihr seht die Mauszeiger eigentlich in der Aufnahme? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht tatsächlich. Aber ihr seht ja hier diese kleinen grünen Textfelder, die schwer zu lesen sind tatsächlich in dem Ding. Aber da stehen dann tatsächlich, welche Fische da rumschwimmen. Auch der Rang, hier sehen wir zum Beispiel dahinter Silber, Bronze. Aber tatsächlich ähnliches Wertungssystem wahrscheinlich wie bei Call of the Wild. Ich weiß gar nicht, ist schon bekannt gewesen. Wäre mir jetzt neu tatsächlich, aber ich blicke da auch nicht mal ganz durch. Wahrscheinlich was erzählt, aber was nicht. Aber tatsächlich auch hier so ein ähnliches Wertungssystem wie bei Call of the Wild tatsächlich. Also, das ist ganz geil.
aus den verschiedenen Daten, wie gesagt, das genommen. Und dann mussten dann natürlich noch dazu die Fische an die verschiedenen Gewässerteile anbinden, sozusagen. Und dazu haben sie geschrieben, haben sie so eine Art Fischtinder gemacht, der einfach die Fische mit den verschiedenen Bedingungen matcht. Aber dabei kommt es nicht nur darauf an, dass die Bedingungen einfach im Allgemeinen passen, sondern, wie gesagt, gerade werden die auch noch klassifiziert. Das heißt, es gibt Gebiete, wo die minimalen Bedingungen für den Fisch enthalten sind. Das heißt, der Fisch wird da spawnen. Also nehmen wir zum Beispiel eine Forelle, die eine minimale Bedingung an die Umgebung stellt. Dann werden wir die an den Stellen, wo diese minimalen Bedingungen gefunden sind, finden können. Aber tatsächlich ist es im Spiel so, dass die Fische, oder dass je besser die Bedingung für den Fisch ist, umso größer werden die Fische da. Heißt, wenn wir, ich schreibe auch hier, wenn wir vielleicht sogar einen Diamant fangen wollen, also einen Diamantfisch, ne, da sehen wir auch schon selbes Rating wie bei Call of the Wild zu sagen, da macht Sinn, nicht nur dazu angehen, wo man überhaupt den Fisch fängt, sondern einfach den perfekten Spot zu suchen, wo der wirklich die optimalen Bedingungen hat. Man kennt es aus dem Real Life, gerade wenn man viel Barsch angelt oder so. Ich habe zum Beispiel hier auch super viele Gewässer, wo Barsche drin sind, auch viele Barsche, super, super viele Barsche, aber die Barsche, die werden einfach selten groß da. Man fängt viele kleine, super viele kleine Barsche, aber wirklich so, dass man sagt, yo, ich fange da jetzt safe einen Fuffi, ist da nicht so gut, weil die Bedingungen einfach das nicht hergeben, dass die Fische da so groß abwachsen. Und wohingegen ich auch genauso sehen kenne in Holland, wo ich hinfahre, wo ich weiß, okay, wenn ich hier einen Barsch fange, dann ist er wahrscheinlich über 40, vielleicht sogar 50. Einfach weil die Bedingungen da einfach komplett anders für die Barsche sind und die da ganz andere Lebensvoraussetzungen haben. Und das ist im Spiel genauso geregelt, dass es halt wirklich bessere und schlechtere Orte für den Fisch gibt, wenn die Bedingungen erreicht sind. Wie gesagt, spawnen die da, aber größer werden sie dann an den besseren Bedingungen. Dazu gab es dann auch noch hier so ein zweites Bild, wo man links auf der Seite sieht, haben sie nämlich so eine Map, sag ich mal, wo sie oben auswählen können, was für eine Fischart, welcher minimale Rang. Wir sehen oben zum Beispiel die Golden Trout ist hier ausgewählt im Goldrang und wir sehen dann diese roten Punkte wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so behaupten, also die schwarzen Flächen natürlich, logischerweise die Gewässer vermutlich, und diese roten Punkte sind dann halt genau die Spawn-Locations von dieser Goldforelle im Goldrang. Und da können sie dann sehen, okay, die halten sich jetzt eher so in Ufernähe auf. Und könnt ihr euch ruhig schon mal merken, vielleicht kommt das im Release dann genauso, wer weiß. Und auf der rechten Seite haben sie dann auch nochmal ein Fenster, wo sie sehen können, wo sie den Fischcounter sehen können, wo dann quasi angezeigt wird, okay, in der Fläche sozusagen stehen jetzt hier 52 Golden Trout, 12 Lake Trout und 11 Rainbow Trout, also Regenbogenforellen, Seeforellen und Goldforellen. Und da sieht man auch die verschiedenen Ränge noch ganz hinten am Ende. Nämlich die, wofür J steht, Juvenile vielleicht, wahrscheinlich Juvenile, ne? Wahrscheinlich Jungfisch, Bronze, Silber, Gold und D, war das D? Ach, Diamond wahrscheinlich, ne? Guck mal, wir sehen zum Beispiel hier in dem Gebiet gar kein einziger Diamantfisch vorhanden. Wenn wir oben rechts auf die Werte sehen, wir sehen oben auch nochmal die Gesamtanzahl, 92 Fische, kommt das hin? Nicht mit denen, die da eingezeichnet werden. Die drei Forellen sind auf jeden Fall mehr als 92 Fische, ne? Aber guck mal, da sehen wir auch noch die, da oben sind wir zum Beispiel die Total Ranks, also es gibt hier tatsächlich zwei Diamantfische in dem Gebiet, aber eben nicht von den Forellen, wenn ich das richtig sehe. Ja, sieht so aus. Ja, auf jeden Fall, und so haben sie es dann gemacht, dass die das so gemacht haben. Und in der Zukunft wird es natürlich dann kontinuierlich weiterentwickelt, angepasst, bis es dann wirklich ein gutes Feeling hat und man gerade auch sein Wissen, was man vielleicht im Real Life gesammelt hat, anwenden kann. Wie gesagt, ein paar Anreize habe ich ja schon gemacht in die Richtung. Ich glaube, das wird einem schon zugutekommen, wenn man im Real Life ein bisschen Plan hat, wo so ein Fisch ist und wo man den fangen kann, dass man den im Spiel dann auffangen kann, wenn man dann zum Beispiel in so einem Bach steht, weiß man, okay, hier werde ich vielleicht eine Forelle fangen können. Ne? So der Plan. Finde ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Developer Diary diesmal, muss ich sagen. Wirklich super interessant zu gucken, wie so ein Spawn-System entsteht, wie die Fische dann tatsächlich spawnen und auch, dass wirklich dann so viele Daten Berücksichtigung finden und nicht nur Temperatur, Tageszeit und Wassertiefe, sondern auch wirklich, was wir gesagt haben, Fließgeschwindigkeit, Bodenbeschaffenheit, Trübung und wie gesagt, 20
20 Daten-Inputs insgesamt, die da zum Tragen kommen. Und könnte vielleicht auch tatsächlich bei der Größe der Map natürlich eine Herausforderung werden, dann die richtigen Spawn-Punkte zu finden und vor allem auch die, die richtig gut sind. Aber ich bin sehr gespannt, wie es dann spielt und wie es da sein wird. Das aber soll es gewesen sein von diesem Developer Diary. Und müsste, ich weiß gar nicht, kommt morgen nicht schon wieder Neues raus? Oder letztes Mal Donnerstag? Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Dienstag glaube ich noch nicht, ne? Ich weiß nicht. Weil die ganze Woche angeln, deshalb keine Zeit gehabt, das zu machen. Aber sobald das Neue rauskommt, mache ich es dann auch wieder. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Aber das soll erstmal sein von dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, der Däumchen nach oben nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar, wie es aus der nächsten Folge ist. Dann macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.